totale Überwachung. In Zeichen von Terror und Angst. Die Politik will mehr Sicherheit mit diesem Gerät gegen Gefährder. Der elektronischen Fußfessel. Ein wichtiges Instrument, um die Überwachung von gefährlichen Personen zu erleichtern. Eine neue Art der Überwachung, künftig auch im dopingbelasteten Weltsport. Athleten müssen bisher stets erklären, wo sie sind für unangekündigte Dopingtests. Das Modell für die Zukunft analog zur Fußfessel soll sein Ortung mit einem GPS-Sender. Das ist natürlich irgendwie so der Gedanke an so eine Totalüberwachung. Fußfesselmäßig ist auch nicht so ganz schön. Ich hoffe oder würde es mir für die Athleten wünschen, dass einfach irgendwie nochmal ein System erfunden wird, was es halt ein bisschen vereinfacht. In Zukunft einfacher machen soll es das Projekt Paradise, ein GPS-Sender. Entwickelt von dem Berliner Jonas Plass, ehemaliger 400-Meter-Topläufer. Initiator des Paradise-Projekts, gefördert sogar vom Bundesforschungsministerium. Die Idee von Plass dabei, mehr Effizienz bei Dopingkontrollen, weniger Verwaltung und sogar mehr Datenschutz. Die Athleten, die sich für unser Modul entscheiden, müssen nicht mehr so viel Daten von sich preisgeben wie bislang. Und im Fall einer Dopingkontrolle kann der eine Dopingkontrolleur, der mit der Kontrolle beauftragt wurde, die aktuelle Position des Athleten abfragen. Jonas Plass erklärt das System anhand einer Version mit nicht realen Athletennamen. Über Paradise kann der Standort eines Sportlers mit GPS-Sender abgefragt werden. Ist der Kontrolleur, hier der blaue Punkt, weit entfernt, bekommt er nur grob angezeigt, wo sich der Athlet in etwa aufhält. Erst wenn die Distanz weniger als 4 Kilometer beträgt, wird er bei einer erneuten Abfrage über den genauen Standort informiert. Punktgenaue Ortung, die Zukunft der Dopingkontrollen? Jonas Plass arbeitet seit Jahren an dem Modell, zusammen mit etlichen Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft. Aber auch ein GPS-Sender birgt Risiken. Könnten Sportler auch an Orten gefunden werden, an denen man lieber ungestört sein möchte oder die man lieber für sich behalten will? Nein, sagt Plass, das System biete geschützte Bereiche, sogenannte Geofences. Besonders schützenswerte Bereiche wie Kirchen, Friedhöfe, Krankenhäuser sind schon von vornherein ausgenommen. Der Athlet hat aber darüber hinaus die Möglichkeit, selbst Geofences anzulegen, Privacy Areas, in denen er dann nicht aufgefunden werden kann. Private Orte, an denen sich Athleten, die Dopingmittel nehmen, verstecken könnten? Restzweifel bleiben. Und was sagen die Sportler? Max Hartung, Säbelfechter, Weltmeister. Vorsitzender der DOSB-Athletenkommission, damit höchster Interessenvertreter deutscher Sportler. Bisher muss er, wie alle anderen Topathleten, Adams nutzen, ein Online-Meldesystem. Stets angeben, wo er ist, für unangekündigte Dopingtests. Jeden Tag, 3 Monate im Voraus. Ein riesiger Aufwand. Max Hartung erzählt, ein Dopingkontrollsystem muss sein, aber er verspürt trotzdem immer wieder Unbehagen. Also es darf nicht sein, dass meine Privatsphäre und die eigenen Schutzrechte über einen gewissen Punkt hinaus strapaziert werden. Also das muss verhältnismäßig bleiben. Am Ende, ich sage es ganz salopp, treiben wir auch nur Sport. Der muss so sauber wie möglich sein. Aber dieses Kontrollsystem hat Grenzen. Das Recht auf Privatsphäre. Ist es im Anti-Doping-Kampf gewahrt? Kaum einer weiß, im vergangenen Jahr stand das jetzige Kontrollsystem heftig in der Diskussion. Adams, auf das die nationale Anti-Doping-Agentur zurückgreift. Beim Bundesverfassungsgericht erwogen Sportler, Klage einzureichen. Das System verstoße gegen das Grundgesetz wegen elementarer Eingriffe in Persönlichkeitsrechte. Das meint auch Stefan Brink, profiliertester Datenschützer in Deutschland in Anti-Doping-Fragen. Er beriet schon etliche Sportler und sagt, das bisherige System könne so nicht fortbestehen. Das Adams-System, so wie es heute betrieben wird, hat ganz starke verfassungsrechtliche Probleme. Die Sportlerinnen und Sportler werden in ihren Grundrechten, in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung massiv eingeschränkt. Und das ohne hinreichende gesetzliche Grundlage. Das ist aus rechtlicher Sicht so nicht hinnehmbar. Und die Athleten? Was halten sie von der Alternative von GPS-Ortung im Anti-Doping-Kampf? Ich würde das Ortungssystem nehmen, weil es deutlich einfacher ist. Und wir sind auch nur Menschen, wir vergessen auch mal was einzutragen. Ich finde, das ist eine gute Lösung, eine vernünftige Lösung. Und das würde uns auch viel Arbeit zum Teil ersparen.
Alles in allem würde ich mir jetzt wirklich einen GPS-Tracker, den ich jetzt überall dabei tragen müsste, nicht wünschen. Ich bin zwar Athlet, aber ich bin auch einfach ein Mensch, der ohne Existenzängste sich frei bewegen möchte. Und mit einem GPS-Sender würde das super gehen. Wie weit soll und darf Kontrolle im Sport gehen? Totale Überwachung oder doch mehr Rechtssicherheit durch Athletenortung? Eine Frage auch für die nationale Anti-Doping-Agentur. Und die ist dafür. Ideell unterstützen wir dieses Projekt absolut. Grundsätzlich finde ich es gut, wenn sich Athleten Gedanken über das System machen, in dem sie sich gerade bewegen. Das ist der erste wichtige Schritt, dass man nicht nur hinnimmt, konsumiert oder gegebenenfalls über sich ergehen lässt, was das System mit sich bringt, sondern dass man erstens dann, wenn man etwas hat, was man adressieren will, es laut macht und auf der anderen Seite im besten Fall, und das hat Jonas Plass gemacht, auch eine Lösung präsentiert. Jonas Plass aus Berlin kann den Anti-Doping-Kampf verändern. Es sieht so aus, dass ein System dieser Art zukunftsweisend ist. Und das sogar für die weltweite Dopingbekämpfung.